Hallo liebe Milcherzeuger und Berater. Ärgert euch über die immer stärkere Überwachung durch den Staat und seid gezwungen, eine Stoffstrombilanz zu erstellen? Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch, denn ihr seht, wie schnell und einfach ihr eine Stoffstrombilanz erstellen könnt. Und zwar ohne, dass ihr hunderte von Euros dafür bezahlen müsst. Und am Ende des Videos seht ihr, wo ihr den Stoffstrombilanzcheck kostenlos herunterladen könnt. Mein Name ist Rainer Möller. Ich bin ein Landwirtssohn und mit meinen Apps, Tools und Videos möchte ich möglichst viele Landwirte unterstützen. Gleich betrachten wir, welche Informationen bei der Stoffstrombilanz von Milchviehbetrieben gefordert werden. Dann seht ihr, wie ihr Nährstoffgehalte individuell anpassen oder Produkte ergänzen könnt. Und als drittes erstellen wir die Stoffstrombilanz für einen Milchviehbetrieb, der aktuell die Grenzwerte der Stoffstrombilanz deutlich überschreitet. Legen wir los. Ihr könnt sofort mit der Datei starten, nachdem ihr euren Freischaltcode eingetragen habt. Denn dadurch werden alle Felder in der Datei freigeschaltet. Die Anlage 2 und 3 der Stoffstrombilanz findet ihr auf den mittleren Tabellenblättern. Rechts daneben seht ihr vier Tabellenblätter mit den wichtigen Basisdaten vom Dünger bis zum Tier und links daneben findet ihr vier Tabellenblätter für die Dokumentation. Unser Milchviehbetrieb hat 155 Hektar und hält 397 Großvieheinheiten. Die Stoffstrombilanz muss er erstellen, da der Viehbesatz knapp über 2,5 GV pro Hektar liegt. In der Stoffstrombilanz muss er nun die Zu- und Abfuhr für Stickstoff und Phosphor dokumentieren und normalerweise den Bruttogrenzwert von 175 Kilogramm Stickstoff pro Hektar einhalten. Dabei berücksichtigen wir die vier Bereiche Dünger, also Mineraldünger, organische Dünger, aber auch Bodenhilfsstoffe und Kultursubstrate. Im Bereich Pflanze berücksichtigen wir Saat und Pflanzgut, aber nur für Getreide, Raps, Mais und Leguminosen, die pflanzlichen Erzeugnisse aus dem Ackerbau, das Grünland und die Stickstoffbindung durch Leguminosen. Dann haben wir die Futtermittel und als viertes den Bereich der Tiere, also die Nährstoffgehalte tierischer Erzeugnisse wie Milch, Fleisch oder Eier. Ganz wichtig, bevor wir in den vier linken Tabellenblättern mit der Dokumentation starten, müssen wir zuerst prüfen, ob in den rechten Tabellenblättern bei den Basisdaten alle notwendigen Angaben vorliegen. Ansonsten müssen wir die Nährstoffgehalte einfach anpassen oder fehlende Produkte inklusive der Nährstoffgehalte ergänzen. Dabei ist wichtig, dass ihr dokumentiert, worauf die Nährstoffgehalte bei Stickstoff und Phosphor basieren. Kommen diese Werte von einem Lieferschein, einer Gülleuntersuchung oder basieren diese, wie bereits vorgegeben, auf den Werten der Stoffstrombilanz? In unserem Beispiel haben wir ergänzt oder geändert zwei Mineraldünger, NK2111 und einen NPK2119. Die Gehalte sind laut Lieferschein. Und zusätzlich haben wir mehrere Futtermittel und die Nährstoffgehalte eingetragen. Diese basieren ebenfalls auf den Angaben des Lieferscheins. Und das war's auch schon. Ansonsten reichen uns die Vorgaben der Stoffstrombilanz. Wir starten mit der Dokumentation in den vier linken Tabellenblättern. Beim Mineraldünger wählen wir Kass, Harnstoff, DAP und so weiter aus, tragen die eingesetzte Menge ein und sind fertig. Organische Dünger nimmt der Betrieb weder auf, noch gibt er diese ab. Kommen wir zum Bereich der Pflanze. Bei der Zufuhr wählen wir das Saatgut aus und tragen die Menge ein. Und bei der Abfuhr tragen wir den Verkauf von 657 Dezitonnen Weizen ein, die der Betrieb verkauft hat. Die eingesetzten Futtermittel wählen wir ebenfalls aus und tragen die Menge ein. Und bei den Tieren tragen wir mit 14.000 Dezitonnen die verkaufte Milchmenge bei der Abfuhr ein und zusätzlich hat der Betrieb Milchkühe und Mastbullen verkauft. Das durchschnittliche Verkaufsgewicht könnt ihr anpassen. So, das war's. Jetzt gehen wir in Anlage 2 und erkennen die Mengen für die Stickstoffzu- und Abgabe und die Bilanzmenge absolut und je Hektar. Mit über 310 Kilogramm Stickstoffüberschuss je Hektar liegt unser Milchviehbetrieb deutlich über der Grenze von 175 Kilogramm Stickstoff und muss den Betrieb dringend optimieren. Verbesserungsansätze können sein, ein reduzierter Mineraldüngereinsatz, zum Beispiel durch eine bessere Ausnutzung der eigenen organischen Dünger, ein reduzierter Kraftfutteraufwand bei möglichst gleichzeitiger Milchleistungssteigerung, zum Beispiel durch höhere Grundfuttererträge und Qualitäten, oder ein früheres Erstkalbealter bei der Fersenaufzucht sowie höhere Zunahmen in der Rindermast. Zusätzlich muss der Milchviehbetrieb auch dringend die Düngebilanz im Blick behalten. Und wie ihr diese schnell und einfach berechnet, erfahrt ihr hier in wenigen Wochen. Wie sieht es bei euch aus? Müsst ihr auch eine Stoffstrombilanz erstellen und habt diese schon gerechnet? Klickt einfach jetzt auf das i, das wir einblenden, oder auf den Link unter dem Video und legt sofort los. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr die Testversion gratis herunterladen. Klickt einfach auf den Link und tragt eure E-Mail ein, damit wir euch den Stoffstrombilanzcheck automatisch zuschicken können.
2 Minuten später könnt ihr loslegen. Wenn euch das Video gefällt, gebt befreundeten Landwirten und Beratern einen Tipp, damit auch diese profitieren. Und ganz wichtig, abonniert unbedingt meinen Kanal, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn wir unterstützen Landwirte. Bis dann, euer Rainer Möller.